Ajá. Kleines bisschen einfach. Wie Auto. Wow. So. Riesige Maschine. Geht das ein bisschen nach vorne? Ja, du müsstest hier hochheben. Mhm. Nee, mach erst nochmal die Gurte weg. So. Mit der linken Hand runterfassen, mit der linken. Und anheben. Und hier oben. Hinpassen. Aha. Und jetzt vorrutschen. Ja, so. Das ist auch so? Mhm. So, und jetzt kannst du das mit dem Anschneiden machen. Was fliegst du für eine Übung? Ich fliege jetzt Übungsfliege in Alleinflug. Ah ja. Habe ich schon am Mittwoch meine A-Prüfung gemacht. So. Wir können möglicherweise Motor ausmachen und. nein. Motor kann man nicht ausmachen. Das ist nicht geeignet. Nein? Nein, nein. Nur wenn es passiert alleine, von alleine. Dann Der Propeller ist für die Kühlung des Piloten wichtig. Mhm. Weißt du warum? Du musst einfach mal gucken, wie der Pilot schwitzt, wenn der Propeller stehen bleibt. Aha. Weiß ich nicht. Der schwitzt da ganz schön. Ach so, dann. So, das ist DMA. Ich muss jetzt bloß nochmal fix auf die Karte gucken. Mhm. Wie weit ich ranfliegen darf. Mhm. Oh, es ist schon dort. Gut, was müssen wir denn für einen Kurs fliegen? Bitte? Was müssen wir denn für einen Kurs fliegen? Jetzt sieht so aus wie. Wir wollten haben auf dem Kompass circa 280. Gut. Okay. Nehmen wir 280. Hört sich gut an. Circa ungefähr so. Ja. Jetzt hast du natürlich mit deiner Kamera ein Problem mit dem Headset. Ja, deswegen habe ich gefragt. Das ist dir dann laut. Das ist halt richtig laut auf die Kamera. Ich setze es lieber auf. Was? Die Kamera? Nein, das Headset. Wegen der starken Geräusche. Aha. Du wirst es gleich merken. Warte, ich gebe dir den anderen Ort noch. Ich bin fest angeschnallt. Aha, das ist arretiert jetzt. Machen wir gleich los, ne? So, alles klar? Jo. Dann machen wir. Ja, mich ein bisschen unsicher. Also viel größer und ganz. Die Tragfläche ist ganz klein.
habe ich vor ein paar Jahren hier ein Slim 143 gesehen. Ja, die ist ungefähr genauso groß, ne? Ja,